Moin, es ist der 2.7., ich bin auf dem Weg zur Arbeit und stehe schon im ersten Mini-Stau. Soll nicht der letzte Stau heute sein, den ich sehe. Auf dem Rückweg von der Arbeit hatte sich die Fahrzeit fast verdoppelt, dank zwei Staus, in denen ich steckte. Kaum wieder zu Hause vom Firmenwagen auf Camper Arno umgestiegen und erstmal dafür gesorgt, dass er was zu futtern hat, also ab zur Tankstelle. Einmal volltanken bitte. Danach ging's zum Recyceln. PET-Flaschen, Glasflaschen und Blechdosen. Und von hier aus kann man auch die Autobahn sehen. Da hinten sieht man schon wieder den Stau auf der Autobahn. Wir haben jetzt erstmal Autobahn meiden angemacht beim Navi. Ich denke aber, ein paar von den Leuten dort werden auch auf die Idee gekommen sein, von der Autobahn runterzugehen. Und da wird es nicht viel besser sein. Aber da geht ja nun wirklich wenig. So sind wir die halbe Strecke ohne Autobahn gefahren und haben uns dann entschieden, na, wir können es mal wieder wagen. Und tatsächlich, die Autobahnen waren inzwischen so weit frei, dass wir ohne Stau zur Raststätte Fuchsberg kamen, wo wir uns jetzt erstmal was zu essen machten. Wer uns, insbesondere mich, kennt, hat jetzt wahrscheinlich schon eine Idee, was es heute zu essen gibt. Genau, 0,5 Sterne Menü, Deckel auf, Heißwasser drauf. Ja, dann geht's noch vor die Schiebetür, in diesem Fall eigentlich mehr vor die Klapptür, denn mit Samson war ich schon und Jack hat hinten sein Separé mit Trichter um, damit er nicht an der Pfote rumknabbern kann. Deshalb musste ich ihn auch mit Trichter und mit Leine nach außen führen. An dieser Stelle sage ich erstmal gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht. Denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an. Denn wir sind frei und können alles sein. Guten Morgen, es ist Samstag, der 3.7. und die Nacht war nicht ganz so ruhig. Sagen wir mal so, im Winter, wenn man die Fenster zulässt, ist es an so einem Autobahnrastplatz etwas angenehmer. Bevor es richtig losgeht, sind wir dann noch Nahrungsmittel einkaufen und haben hier wieder festgestellt, 5,99 Meter ist wirklich die Grenze. Wenn Camper Arno noch ein bisschen länger wäre, dann wären wir wahrscheinlich nicht so wie jetzt dieses Jahr jedes Wochenende unterwegs, sondern hätten vielleicht das ein oder andere auch mal gesagt, ah, mit der Riesenkiste da irgendwo wieder und wir müssen noch einkaufen. Und man wäre vielleicht auch ein bisschen gehemmter. Hier bei dem Parkplatz jetzt allerdings kann man sagen, hätte Camper Arno auch 7,50 Meter sein können, kein Problem. Damit sich Camper Arno nicht so aufheizt, haben wir vorne die Windschutzscheibe zugezogen. Man hört ja öfters, dass die Teile das nicht abkönnen, die sind nur nachts als Lichtschutz gedacht, kann ich so nicht bestätigen. Seit 2,5 Jahren steht Camper Arno immer, wenn wir nicht mit ihm unterwegs sind, vor dem Haus auf der Südseite und da haben wir immer zugezogen, egal ob Sommer oder Winter. Ja, heute geht's zum Sappeltaler See, nee, wie heißt der? Plöntaler See. Irgendwas war es. Sappeln, Torken, Plön. Okay. Die Parklocation ist recht exklusiv gewesen da hinten. Da stehen nur wir, aber sind dann noch 250 Meter zum See. Also wir parken nicht direkt am See. Das Wetter ist schön. Höhenmeter werden wir wohl so ungefähr 400 haben heute Abend. Und 13 Kilometer soll wohl einmal um den See sein. Das haben wir vor. Ob es Caches gibt, lassen wir uns überraschen.
Von Fußhöhe auf 4 Meter in 1,5 Sekunden. Samson hat die Leine irgendwie zwischen Vorder- und Hinterbeine bekommen. Statt stehen zu bleiben, damit ich ihn enttüdeln kann, geht er einfach weiter. Sieht jedoch nicht so ganz bequem aus irgendwie. Eher gesagt, es sieht sogar recht unangenehm aus. Der Untergrund ist nicht schön, aber die Gegend schon. Ja, Asphalt hat auch seine Vorteile. Sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn es regnet, hat man weniger Probleme mit nassen Füßen und ich sag mal Wurzeln und Steine, über die man stolpern kann, sind da auch recht wenige. Für Samson wird ein Traum und ein Genuss im Juli bei 20 Grad war. Schnee, in dem man sich wälzen kann. Ja, ist in der Schweiz nicht so sensationell. Wir haben Jack vor 2 Jahren ja auch seinen ersten Schnee des Lebens im August gezeigt. Man muss einfach nur hoch genug wandern oder fahren, dann findet man das ganze Jahr über auch bei angenehmen Temperaturen Schnee. Samson ist übrigens letzten Montag 10 Jahre alt geworden. Damit hat er eigentlich sein Haltbarkeitsdatum überschritten. Aber wir hoffen noch ein paar Jährchen mit ihm zu haben. Und wenn wir ihn regelmäßig auf Eis legen, dann hält er sich bestimmt länger. Jeder, der 1 bis 2 Videos von uns gesehen hat, weiß, dass Samson Wasser auch in flüssiger Form nicht ablehnt. Sei es ein eiskalter Gebirgsbach oder eine lauwarme Pfütze. Gerade empfangen, den er dort mit einem Stein gerade hervorgezogen hat. Und nach dem Eintragen im Logbuch geht's wieder zurück runter an den See. Ja, eine Seerunde am Klöntaler See direkt am See ist nicht wirklich zu empfehlen. Wir haben auch so manchen anderen Hundebesitzer getroffen, mit denen wir kurz ins Gespräch kamen, die uns nach anderen Wegen fragten, weil sie waren alle ein bisschen enttäuscht, dass man nur auf Asphalt entlang an einer Straße, die auch noch relativ stark befahren ist, entlang gehen muss. Alternativen waren immer abseits vom See. Aber mit etwas Samson-Kreativität hat man auch hier sein Badevergnügen und einen schönen Blick auf den See. Tja, das Wasser. So langsam kam es dann leider auch von oben. Aber diese Wege sind dann auch ein bisschen spannender. Komm her zu mir, das Gelände gefällt Samson schon, aber das, was daneben dran steht, das findet er ja wieder gar nicht toll. Diese Kühe waren dann aber eigentlich ganz in Ordnung. Sie sind zwar auch nicht weggelaufen, aber sie sind auch nicht uns hinterher. Sie standen einfach auf der Stelle und haben uns neugierig angeguckt. Das ist ja auch in Ordnung. Eine friedliche Koexistenz. Ja, hier beschlossen wir dann, weil der Regen immer stärker wurde und der Untergrund doch recht lehmig ist, wir kehren wieder um. Auf dem Rückweg hatten Samson und ich versehentlich ein Steinmantli, also so ein Wegweiser, eingerissen aus gestapelten Steinen. Das soll Unglück bringen, glaubte ich bisher nicht so dran. Man sieht schon, der Untergrund ist sehr rutschig und alles ist nass, auch Elektrozäune.
ich in die linke Hand nehmen, wo ich schon... Jetzt habe ich aber ein Gewicht gekriegt. Alter, zuckt das. Alter Schwede. Ja, Leine mit Hund, Kamera in der anderen Hand, dann Elektrozaun, zweireihig. Da fehlt mir doch so ein bis zwei Hände. Und man konnte bei dem Wetter irgendwie auch nichts ablegen. Das wurde alles sofort mies und dreckig und nass. Der Gimbal lässt sich nicht mehr zentrieren, hat er einen Stromschlag gekriegt oder was? Er soll dann nur meine Füße zeigen. Das ist aber auch hübsch hier. Na, oder der Gimbal wusste was, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Schon wieder, ey, das gibt's doch gar nicht. Diesmal war ich beim Ausrutschen nicht ganz so überrascht und konnte mich einigermaßen abfangen, sodass ich mit dem Hintern auf der rechten Hacke saß und das linke Bein schön gerade gestreckt sah. Sah fast elegant aus. Nein, wir nähern uns nicht einem Wasserfall. Das ist der Regen rundherum, der wird immer stärker. Der Weg wird immer rutschiger. Ein paar hundert Meter sind es noch, wo es richtig steil bergab geht. Ja, das Wetter hat sich gegenüber unserem Start doch stark verändert. So. Muss ja nicht alles immer verschlechtert werden oder negativ gesehen werden. Das Wetter hat sich etwas verändert. So, jetzt wollen wir die kleine Prinzessin hier nochmal ein bisschen putzen. Also trocken machen, damit er wieder bei Camper Arno rein kann, ohne dass die Möbel Wurzeln schlagen, weil sie denken, sie werden gegossen und leben noch. Und dann geht es wieder zu irgendeinem Übernachtungsplatz. Mal sehen, was... Zur Not eine Autobahnraststätte. Wieder im Zeitraffer die gleiche Straße, die wir vorhin den Berg hochgefahren sind. Der Unterschied, jetzt ist sie nass, keine Motorräder, keine Fahrräder und auch allgemein wenig andere Autos. Nicht der einzige Camper und nicht die einzigen Hundebesitzer sind wir hier auf dem Stellplatz in Glarus. 12 Franken in Schweizer Münzen, das ist jetzt das, was wir brauchen, um hier übernachten zu können. Man hat die Möglichkeit, maximal 14 Tage hier zu übernachten. Das ist schon eine lange Zeit. Viele haben nur so 3 Nächte maximal oder so. Ist allerdings vielleicht dann auch ein bisschen kompliziert, das in Münzen zu bezahlen. 14 mal 12, dann braucht man schon ein dickes, schweres Portemonnaie. Es gibt dann noch Apps, mit denen man bezahlen kann. Die basieren aber auf Schweizer Banken. Das ist dann auch oftmals ein Problem für die Gäste aus Deutschland, Österreich etc. Die haben sich dann auch prompt beschwert auf der App Park4Night. Wir waren schon mal hier bei der ersten Corona-Welle, da war der Stellplatz noch nagelneu. Da hatte man dann aus Unsicherheit, was denn nun erlaubt ist und was verboten ist in Corona-Zeiten, diesen Automaten zugehängt mit einem Müllsack. Genauso war das auch bei den Stromsäulen, dass man keinen Strom verbrauchen konnte, dass man nicht bezahlen konnte. Man konnte dann hier wohl doch übernachten, aber wir hatten ein komisches Gefühl dabei. Aber heute, über ein Jahr danach, ist dieser Automat nicht mehr zugehängt. Es ist alles in Betrieb, man kann Strom nehmen, man kann versorgen, man kann entsorgen und man kann auch bezahlen. Ja. Und das läuft dann hier wie folgt ab. Man gibt sein Kennzeichen ein, bestätigt das, dann zahlt man das Geld, in unserem Fall eben halt die Minimumrate von 12 Franken, die dann für 24 Stunden gilt. Und danach bestätigt man das Ganze. Man kriegt kein Ticket, sondern ist einfach nur an diesem Automaten registriert. Und das war's. Ah ja, und jetzt, wo ich da mein Portemonnaie wieder einsammle, was man hier auch sieht, eine Mülltonne gibt's hier auch. Uta hat in der Zwischenzeit das Essen schon gemacht und serviert. Nein, wir sind schon mit dem Essen fertig. Das hier ist jetzt für die Jungs gedacht. Bereits abgekühlt und ohne Soße gibt's für die Jungs heute mal Nudeln. Das mögen die beide ganz gerne, wie man hier sieht. Und mit diesen Bildern sage ich dann erstmal gute Nacht. Guten Morgen, es ist der 4.7. und wir hatten eine wirklich ruhige Nacht hier.
Ist doch ein bisschen was anderes als auf so einer Autobahn-Raststätte, das muss man schon sagen. Dieser Wolkenhimmel, den fand ich auch echt faszinierend. Die Wolken sind fast zum Greifen nah. Ja, hier standen wir also heute Nacht, neben diesem faszinierenden 7,5 Meter Selbsthausbau. Das war früher mal irgendwie ein Bäckereiwagen. Bevor es dann auf die heutige Tour geht, erstmal entsorgen. Und zwar kostenlos. Hier vorne das Grauwasser und da hinten sieht man Uta so ein bisschen noch mit dem Schwarzwasser sich beschäftigen. Ja, und schon sind wir unterwegs auf der heutigen Runde. Wir parkieren bei einem Baumarkt in Galgenen. Noch gar nicht lange unterwegs und einen Cache gefunden, den man im Sitzen locken kann. So sitzt der Hund eigentlich auf der Bank, genau so gerichtet. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass Samson letzten Montag 10 Jahre alt geworden ist? Dafür macht er sich doch noch ganz gut. Aber für diese Aufnahme hat mich der alte Herr auch ein paar Mal verarscht. Und hopp! Naja, so wird's wenigstens nie langweilig und irgendwann hatte ich die Aufnahme ja im Kasten. Dann kann es ja weitergehen. Von hier vorne unten sehe ich noch keinen Cache. Und von hier oben auch nicht. Dann müssen wir nochmal richtig suchen. Wie oft waren wir bei der Hundeschule? Dreimal? Viermal. Viermal. Also viermal eine Stunde auf dem Schoß. Und dann war das immer einmal im Monat oder wie oft? Wie oft war das nochmal, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, ersten Sonntag im Monat war so immer, ne? Ja. Aber du sagst, beim ersten Mal zu Hause ist er dir auch schon auf den Schoß gekrochen. Mhm. Also ist die Schule, die Hundeschule, diese spezielle nicht zwingend schuld, aber kann das Ganze doch ein bisschen mit manifestiert haben. Wahrscheinlich, ja. Jack ist die ganze Analyse egal, er hat was er will. Und den Audiozoom bemerkt, das heißt, ich zoome rein, der Ton wird lauter, ich zoome raus, der Ton wird wieder leiser. Frauchen ist dreckig, die muss gepflegt werden. Du bist echt ein alter Schmusebacke, aber wenn ich zwei von eurer Sorte hätte, müsste ich zwei auf dem Arm nehmen. Ja, und jetzt suchen wir auch endlich den Cache und haben die Jungs bei der Bank gelassen. Und Jack meint, am besten kann ich gucken, indem ich hier auf die Bank gehe. Und Samson meint, ich nutze die Länge der Leine hier, um so dicht wie möglich bei den beiden zu sein und das zu beobachten. Eigentlich war das Versteck gar nicht so schwer. Ein unbeschriftetes Typenschild haben wir nicht das erste Mal so gefunden. Ja, wenn wir dem Wasser hier weit genug folgen würden, kämen wir dann irgendwann beim Zürichsee an, also dem Züricher See. Und dann bewegten wir uns auf diesem idyllischen Weg. Naja gut, so ganz idyllisch ist er nicht, es sei denn, man ist taub. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ja, und kaum bewegt man es auf einem wirklich idyllischen Weg, da hat das Wetter nicht mehr mitgespielt.
Und tada! Dorthin sieht man den Zürichsee. Na, jetzt ist aber, glaube ich, wirklich keiner mehr überrascht, dass Samson im Wasser ist, auch bei diesem Wetter, oder? Bei schönstem Schmuddelwetter sind wir jetzt wieder zurück bei Camper Arno. Jetzt ging es dann also darum, noch die Jungs trocken zu machen, damit sie hin bei Camper Arno rein können. Wir waren nämlich 8,5 Kilometer unterwegs, 4 Stunden in der Nässe und 110 Höhenmeter haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch nach Hause zu fahren und das Wochenende ist vorbei. 1 Stunde 22 sollte es dauern für die 131 Kilometer. Dank Staus haben wir ein bisschen länger gebraucht. Ich sag danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Soll dann wohl wieder so grob in diese Richtung gehen, ist zumindest bisher geplant. Tschüss!